Ja, weil sonst, ich sehe das halt auf Facebook immer bei den spirituellen Seiten und so. Da wird viel geglaubt und sich viel gewünscht und sowas. Und das ist auch gut und nett und schön, ne? Aber wenn dann die Handlung ausbleibt, dann verändert sich nichts, ne? Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner. Nee, stimmt ja gar nicht. Ist ja gar keine Frage, sondern heute ist es ein Interview. Das heißt, heute ist neben unserem Original-Stargast, ja, meiner Next-Level-Kaffeetasse, zum allerersten Mal ein wirklicher Stargast dabei und zwar Thomas Kothe, der für seine Seite mit mir ein Interview gemacht hat. Und bevor es losgeht, hier vielleicht noch zwei, drei Infos, die ihr zum Thomas wissen müsst. Und zwar ist der Thomas jemand, der gerade dabei ist, seinen Weg von nicht in der Öffentlichkeit oder im Internet zu in die Öffentlichkeit und im Internet zu gehen. Und mit diesem Video hier geht er heute praktisch genau diesen Schritt, denn das hier ist sozusagen der erste öffentliche Auftritt von ihm. Also seid nett zu ihm. Und ich habe euch unten in die Beschreibung auch seine Facebook-Seite mal reingeknallt und da beschreibt er eben genau diesen Weg, also praktisch den Schritt in die Öffentlichkeit. Aber auf ganz interessante und vor allem, wie ich finde, auf wirklich super authentische Weise. Das heißt, er erzählt dann da auch, was das für eine Überwindung für ihn ist, wo die Selbstzweifel liegen und so weiter. Und dass es aber dann trotzdem einfach macht. Und das fand ich ziemlich inspirierend. Und in welche Richtung es am Ende genau gehen soll, ist wohl auch noch nicht so zu 100% klar. Aber er hat halt gesagt, ich lege jetzt einfach mal los mit einer Facebook-Seite und der Rest ergibt sich dann eben unterwegs. Und die Tage kommt dann auch noch ein YouTube-Kanal von ihm und im Zuge dessen ist eben auch dieses Interview hier entstanden. Und er hat auch noch mehr Interviews mit anderen Leuten gemacht, die ihn auch inspiriert haben und die werden dann auch in Kürze da veröffentlicht. Also zieht euch seine Seite gerne mal rein und vor allem abonniert die auch ordentlich, denn dann hat er direkt heute einen richtig geilen Start ins neue Leben. Also, los geht's, viel Spaß. Hallo, heute zum einem neuen Video. Heute ist mein Gast der Peter. Und den Peter habe ich kennengelernt über seinen YouTube-Channel. Er hat dort viele Videos über Persönlichkeitsentwicklung veröffentlicht, wie man aus dem Alltagstrott rauskommt, wie man sein Leben auf ein neues Level bekommt. Und diese Videos fand ich super interessant damals und habe ihn dann kontaktiert und war dann bei einem Coaching. So habe ich Peter kennengelernt und vielleicht magst du noch was zu dir sagen, kurz. Ja, hi erstmal. Hallo. Ja, mein Name ist Peter Frahm, bin 33 und bin ja Coach für Persönlichkeitsentwicklung und für Männer und für Frauen. Also da mache ich jetzt keine Unterschiede. Also für beides. Schwerpunkt ist Selbstbewusstseins stärken. Ja, oder Selbstbewusstsein stärken. Und bin ansässig in Köln und bin schon seit ein paar Jahren mittlerweile selbstständig und mache Seminare und Einzelcoachings. Ja, und so haben wir uns damals dann auch kennengelernt. Ja. Gibt's sonst Genau. noch was? Gibt's sonst noch was zu sagen zu mir? YouTube-Videos habe ich auch, ja. Dazu kann ich jetzt schon mal sagen, ich veröffentliche dann hier in dem Video, entweder drunter oder drüber in der Videobeschreibung, kommt dann nochmal der Link von Peters Homepage und dann noch ein Link zu dem YouTube-Channel, dass ihr dort einfach mal vorbeigucken könnt und vielleicht ist da was für euch mit dabei. Gerne. Und nun wollen wir aber mal über das Thema sprechen, warum ich jetzt diese Interviews mache. Und zwar geht es mir darum, welche Situation oder was für eine Dinge hast du in deinem Leben für dich ja als wirklich wichtig mitgenommen? So eine wichtige Erkenntnis, so ein einschneidendes Erlebnis oder irgendwie so ein, ich sag mal, wie so eine Regel so für den Kopf. Okay, das ist echt wichtig, dann das ist einfach wichtig fürs Leben. Was war da so ein wichtiges Ereignis oder wichtige Dinge für dich? Also bei mir war das so, dass ich glaube, bei den meisten ist es auch so, weil du wachst ja nicht auf, wenn alles gut läuft, sondern eher, wenn halt irgendwie Scheiße passiert. Ne? Und ich hatte halt damals, das war zu Jugendzeiten noch, dann lief es halt mit den Frauen nicht, wie das immer so ist. Ne? So ging das alles los. Ja. Und habe dann irgendwann gedacht, ja, meine Fresse, wieso läuft das denn nicht? Ne? Ich meine, bei anderen Typen läuft es ja auch. Ne? Und so hässlich bist du jetzt auch nicht und so dumm jetzt auch nicht. Und andere kriegen das aber auch hin. Warum läuft das denn bei dir nicht? Ne? So fing das Ja. irgendwie damals an.
Bis ich dann halt auf die Idee kam, ja gut, vielleicht liegt es ja an dir selbst. Vielleicht ist ja kein Schicksal, sondern vielleicht machst du irgendwas falsch einfach. Ne? Und dadurch kam ich irgendwie so in diese Psychologieschiene rein halt, Selbstbewusstsein und so weiter. Und das hat dann auch ewig gedauert, bis ich dann halt noch tiefere Erkenntnisse hatte. Aber das war so der Stein des Anstoßes praktisch, dass ich damals gemerkt habe, okay, du bist eine Wurst. Ja, das war so mein Glaubenssatz. Ja, du bist eine Wurst einfach. Ne? Du bist überhaupt kein Mann. Du hast überhaupt kein Selbstbewusstsein. Ja, jedes Gespräch mit einer Frau immer so am Flattern gewesen schon, ne, und tierisch verrückt gemacht. Und dann habe ich gedacht, alter Schwede, da muss ja noch was Tiefsitzenderes sein. Ne? Und das habe ich dann aber erst später herausgefunden, muss man dazu sagen. Ne? Ja, ja. Das war so der Stein des Anstoßes, aber halt, wie das halt für viele so ist, Schmerz. Ja. Weil wir sind ja so bescheuert, ne? Wir fangen ja nicht an zu lesen, wenn es gut läuft, damit es noch besser läuft, sondern wir fangen ja erst an zu googeln und zu lesen, wenn halt. Ja, die Kacke schon am Dampfen ist sozusagen, ne? Und bei mir war das nicht anders. Ne? Erst dann, als es mir wirklich beschissen ging. Ne? Ja, also dieser Leidensdruck, dass man darauf halt wirklich achten sollte, das sind wirklich Zeichen, wenn es mir beschissen geht, dass ich dann einfach mal schaue, okay, ich kann da noch was ändern. Das ist dann am besten vorher halt schon. Ne? Das wäre ja cleverer, wenn man sagt, okay, es geht eigentlich ganz gut. Dann gehe ich jetzt schon mal zu einem Coach, aber da mache ich ja jetzt Werbung für mich. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Ja. Nee, aber das war so bei mir. Ich meine, im Endeffekt war das Kinderkram halt, Frauenkram immer nur. Ne? Aber als junger Typ, ja, als Mann identifizierst du dich ja schon so ein bisschen über das Frauenthema und wenn es da gar nicht läuft und so weiter. Im Endeffekt, Kinder in Afrika verhungern, im Endeffekt war das Kindergartenkram natürlich. Ne? Aber damals habe ich es halt ernst genommen und so schlecht war das vielleicht gar nicht, das da so ein bisschen ernst zu nehmen, weil ich sonst, wie gesagt, nicht auf diesen Psychologietrichter, ich wäre da einfach nicht drauf gekommen sonst, glaube ich. Ne? Okay. Ich hätte dann so ein ganz mittelmäßiges Leben wahrscheinlich gehabt und wäre dann irgendwann selbst als gehend mit 40 zu mir gekommen, weil ich gesagt hätte, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was angeblich glücklich macht hier. Ich habe jetzt hier die Matrix, wie ich das nenne, für die mich nicht kennen. Matrix ist für mich so eine Übersetzung für unsere Gesellschaft, soziale Programmierung, ja, den Scheiß, den wir erzählt bekommen. Ja, das hätte ich dann irgendwann gesagt, als Klient von mir. Ne? Ich sitze jetzt hier mit 40, ich habe alles, was laut Matrix angeblich glücklich macht, aber nichts davon hat wirklich funktioniert und woran liegt's? Deshalb bin ich froh, dass halt nicht alles immer einfach war. Ja, weil ich dadurch dann halt auf diesen Psychotrip kam. Okay. Okay, und dann, als du dann so Stück für Stück so deinen Weg gegangen bist, was waren dann wirklich so wichtige Dinge. Was ist wichtig, um wirklich innerlich glücklich zu werden? Also für mich war, also der größte Einschnitt war für mich, glaube ich, dass ich dieses Matrix-Thema, was ja mein Steckenpferd halt auch ist, ne, dass ich das erkannt habe und ja, wie soll man es übersetzen, dass ich praktisch gemerkt habe, okay, es gibt neben die, um mal bei dem Film zu bleiben, bei der Analogie zu bleiben, ja, es gibt neben diesem Thomas Anderson, ich, ja, was ich damals für Realität gehalten habe, halt so, ich bin halt der Peter, ich bin halt die Wurst, man kann sich halt nicht so wirklich ändern oder immer nur so ein bisschen, aber du bist dann immer noch derselbe, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja. Dass es hinter oder darunter, oder wie man es nennen will, hinter dieser Thomas Anderson-Fassade noch eine Neo-Version gibt. Ja? Das heißt nicht, dass du da rumfliegen kannst, natürlich, ne, und die Welt verändern kannst, ja, vielleicht im kleinen Teil nur, aber dass du zumindest mehr Potenzial in dir hast, als du heute glaubst. Und dass es da noch eine andere Version von dir gibt. Und dass die Version, die ich damals für real gehalten habe von mir, also die Oberwurst, ja, sage ich jetzt mal, ne? Ja, dass das nicht dass das Ende der Fahnenstange sein muss, dass es auch nicht die einzige Version von mir ist, dass es auch oder sein muss, bleiben muss. Ja, und dass man sich wirklich verändern kann, ja, dass es mehr oder weniger eine Illusion aus Gedanken ist. Dass praktisch die eigene Identität kein feststehendes Konzept ist. Ja. Sondern dass es sehr, sehr fließend sein kann. Ja, trink mal einen Liter Alkohol, dann ist schon die Identität ein bisschen anders so ungefähr. Ne? Und das kann man ja mit Arbeit sicherlich ein bisschen verändern, ist mir dann damals klar geworden. Ja? Und dass vor allem dieses Matrix-Thema auch, dass dir die Gesellschaft nicht sagen kann, wer du bist und was richtig und falsch ist. Also gut, höchstens bei Moral, das sehe ich dann als sinnvolles Konzept natürlich an. Ne? Ja. Aber so insgesamt, wie du dein Leben leben willst, was jetzt
jetzt gut und schlecht ist, wann man glücklich sein kann und wann nicht und so weiter. Das wird ja von der sozialen Programmierung, von den Medien und vom Umfeld größtenteils diktiert. Ja, und das habe ich halt gemerkt, okay, dass wenn du die offiziellen Bedeutungsgebungen aus der Matrix halt übernimmst, das macht dich nicht glücklich. Also mit dieser Matrix möchte ich jetzt vielleicht nochmal für die Leute, die damit jetzt vielleicht nichts anfangen können. Also die Matrix. Ich habe das so verstanden. Wir kommen auf die Welt, sage ich jetzt mal so, und wir sind völlig, ich vergleiche das mal mit einem Glas Wasser. Wir sind dort relativ unbefüllt. Und dann kommen viele Sachen durch das soziale Umfeld, also durch die Schule, durch den Kindergarten, durch die Medien vor allem. Durch die Medien, durch alle möglichen Sachen, kommen dann Sachen in uns rein, die wir für wahr halten, die wir nicht hinterfragen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dass wir das als wahr übernehmen, dass wir dann so sind und dass das so ist. Und dann geht das Leben so weiter und dann werden wir erwachsen und dann haben wir die Probleme irgendwann. Und das Problem ist, man ist ja praktisch, viele Leute denken, ja, so, ich bin halt so, wie ich bin, und das fühlt sich halt auch authentisch an. So gewohnt. Ja. Gewohnt, ja, und weil es gewohnt ist und weil du dein ganzes Leben da reingelebt hast in diese Version, ja, und dann auf der Basis auch Erfahrungen gemacht hast, gute und schlechte, ja, und gekämpft und verloren und Siegerungen und so weiter, ne, und dann klammert man sich natürlich mit dem Ego an diese Version von sich. Ja. Und wenn dann einer kommt, wie mit meinen Videos zum Beispiel, wo ich sage, ja, das bist du alles nicht, das ist nur eine Version von dir, es gibt dann noch andere Versionen von dir. Ja. Manche werden stinkig, die sagen dann, nein! Ja. Nein, ich bin aber so, hör auf, an meiner Vision rumzurütteln. Ja. Ich habe damals Gott sei Dank gesagt, ja gut, ich finde es aber befreiend. Das heißt ja, die Wurst, für die ich mich halte, bin ich nicht zwangsläufig. Da ist viel Interpretation aus der Vergangenheit dabei, viel 30-40% Mama, 30-40% Papa, oder das Gegenteil davon, wenn man rebellieren will, wenn man sagt, scheiß drauf, so wie die werde ich auf keinen Fall. Ja. Und dann noch 30-40% Medien und Umfeld, ja, und dann rechne mal zusammen, da bleibt nicht so viel von dir selbst übrig. Ja, aber man hält das dann für sich selbst, und das habe ich halt irgendwann erkannt, das ist Bullshit. Ja, das heißt, die Version, die ich damals hatte, da war ja auch nicht alles schlecht, ne, aber genug war schlecht, um sich beschissen zu fühlen. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, vielleicht gibt's ja da neben dem Thomas Anderson ich halt noch ein Neo in mir, und das gibt's halt bei jedem. Jeder hat ja mehr Potenzial, als er heute ausnutzt, und ja. Gewisse Stärke in sich und verschiedene Charaktereigenschaften, die man halt trainieren kann. Und ich behaupte, das ist alles nur wie ein Muskel. Okay. Ja, jeder hat halt alle Muskeln. Ja, manche sagen halt, ich nehme an, es gibt 200 Muskeln. Ich weiß nicht, ob es 200 Knochen oder Muskeln gibt, aber nehmen wir mal an, 200 Muskeln hat jeder. Die meisten Leute sagen halt, ja, ich habe aber nur 162. Anstatt zu sagen, ja, ich habe auch 200, aber ja, 38 davon, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, 38 davon sind unterentwickelt, aber die kann man ja trainieren. Ja, ja. Und dann halt ja davon ausgehen, okay, man kann sich verändern. Also ja, unterm Strich praktisch so diese Erkenntnis, ich muss nicht der bleiben, der ich mir einbilde zu sein, der ich glaube zu sein, sondern ich kann mich verändern. Genau. Und dann noch eine zweite Erkenntnis, willst du die auch noch hören oder willst du rückfragen? Ja, kannst du gerne noch erzählen, ja. Oder hast du eine Zwischenfrage? Ich wollte es jetzt bloß mal ganz kurz zusammenfassen. Also dieses als allererstes sein, wahrscheinlich, bevor man in diesen großen Leidensdruck kommt, immer mal so sein Leben auf den Prüfstand stellen irgendwie. Ja. Und mal so gucken, okay, wie zufrieden bin ich denn eigentlich? Und dann dieses ganz, ganz entscheidende Thema ist dieses, ich kann mich verändern, ich kann Dinge anders machen, und es ist nicht so, weil es einmal so ist, es ist immer so. Das ist, glaube ich, noch so dieses Allerwichtigste. Ja. Ich meine, viele glauben das ja so, dieses, ja, man kann sich verändern und ein bisschen Coaching und ein bisschen Bücher lesen und sowas, ne? Aber viele halten sich heftig an die alte Identität und glauben letzten Endes doch nicht so wirklich, dass man sich verändern kann. Ja, das ist eher so gängiges Wissen. Ja, du kannst dich schon ein bisschen verändern, aber halt so, ja so wirklich nicht, glauben halt die meisten tief unten drin, ne? Und das ist natürlich eine Nein. Ja. So, jetzt. Jetzt.
So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt geht's wieder. Ja, ich hoffe, es hält. Ja. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Was habe ich denn gesagt? Mit, dass viele sich dann doch an ihrem Alten so festhalten und doch nicht so wirklich den konstanten oder den zielstrebigen Weg gehen, sagen wir so. Ja, und dass dieser Glaube oder dieser mangelnde Glaube, dass es halt nicht geht, ja, ist eine riesen Handbremse. Ne? Genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich nicht behaupte, dass sich jeder komplett um 180 Grad verändern muss oder sowas. Ne? Weil manche denken dann, oh Gott, andere Version von mir, das heißt, ich darf gar nicht mehr so sein, wie ich jetzt bin. Ich habe auch noch Anteile von früher natürlich in mir, die mir gut gefallen haben. Aber die ich beschissen fand, wo ich einfach gesagt habe, ich habe da die Schnauze gestrichen voll von, ne, von diesem Wurst, ja. Ich, die habe ich dann halt hinter mir gelassen. Ne? Weil manche haben dann halt Angst, ist auch normal, als Säugetier dann, oh Gott. Selbstschutz, ja. Will aber Selbsterhaltungstrieb, ich will hier nicht mich komplett verändern müssen, komplett außerhalb meiner Komfortzone leben müssen. Also für die als Entwarnung, man muss sich nicht zwangsläufig komplett verändern. Und auch das, man kann das ja alles Stück für Stück machen, so verdaulich, dass man damit umgehen kann und man muss jetzt nicht... Okay, ich habe heute irgendwas gelesen, ich kündige morgen meinen Job und ich wandere aus. Ich kündige. Irgendwas sowas in dieser Art, ja. Sondern dass das für jeden irgendwie verdaulich auch geschehen kann. Ja. Man verändert sich eh selten so schnell, wie man könnte, sondern immer so schnell, wie man es zulässt. Also es geht eh im eigenen Tempo. Ne? Gut, man kann sich natürlich zu viel Druck machen und überfordern und sowas, das ist dann auch wieder ein Stolperstein, aber ja. Genau. Zweite Erkenntnis? Die können wir noch mit reinnehmen, ja. Okay, die hängt eng damit zusammen. Und zwar habe ich halt irgendwann, was heißt rausgefunden, ist jetzt eigentlich gesunder Menschenverstand, finde ich. Aber viele checken es nicht. Und ich habe es auch lange nicht gecheckt. Und zwar, dass so Persönlichkeitsentwicklung und happy werden und selbstbewusst werden und so weiter, dass man das halt wie, dass es mit den gleichen Dynamiken folgt wie beim Fitness. Okay. Ja, das ist so praktisch. Was heißt das genau? Dass wenn du jetzt von 70 auf 90 Kilo kommen willst als Mann, ja, ordentlich Muskeln drauf trainieren willst, ja, das geht nicht von der Couch aus. Ne? Das heißt, du musst, also zweigeteilt, du musst erstens regelmäßig pumpen. Ja. Ja, musst, also verstehst die Analogie wahrscheinlich, ja, erkläre ich gleich noch, ja, also du musst regelmäßig pumpen. Wenn du das nicht machst, jetzt klingelt hier die Nachbarn klingeln. Egal, also du musst regelmäßig pumpen, sonst gibt es keinen, sonst ja. Nimmst du halt nicht zu. Ja. Also wenn du das schleifen lässt, klappt es einfach nicht. Und du musst daheim ordentlich essen und genug schlafen. Ja, du brauchst 3.000, 4.000 Kalorien, sonst gibt es halt keinen. Ne? Und ja, übersetzt auf Persönlichkeitsentwicklung ist es für mich halt das Zweigeteilte auch, dass du halt einerseits die innere Arbeit daheim machen musst, das heißt regelmäßig wirklich an sich arbeiten, ja, ein bisschen Buch lesen hier und da oder ein bisschen mal auf Facebook ein nettes Zitat, reicht nicht, ne? Du musst das leider täglich oder mehrmals wöchentlich zumindest an dir arbeiten, regelmäßig meditieren ist zum Beispiel eine Sache, die ich empfehle. Ne? Okay. Also wirklich regelmäßig an sich arbeiten, also die innere Arbeit daheim, das wär für mich die Fresserei und das Schlafen, ja, also die im Hintergrund, das Futter, das Fundament, die Energie sozusagen und dann halt regelmäßig ins Fitnessstudio, das heißt rausgehen und handeln im realen Leben, halt je nach Ziel einfach das tun, was getan werden muss, ne? Wenn du selbstständig werden willst, Ausbildung machen, Website, Gas geben, jeden Tag eine halbe Stunde oder sowas Zeit einplanen, also jeden Tag dran arbeiten. Ne? Ich weiß, das ist jetzt nicht die geilste Erkenntnis, die man immer so hören will am Bildschirm. Ne? Aber das ist ja das Problem dieser Coaching-Branche hier, sage ich mal, ne? dass die meisten Leute denken, ach, der Fram oder der Bla oder der Herr Kote oder der Blablabla, bla, bla, so nach dem Motto, zu dem gehst du hin und dann macht der dreimal so. Und dann hört man, das ist alles super. Dann läuft der Laden. Der macht mir so meine Dynamiken weg. Ne? Aber du gehst auch nicht ins Fitnessstudio und sagst, ach ja, hier, da ist der Marvin, mein Trainer, der macht dreimal so und dann habe ich Muskeln oder habe 20 Kilo abgenommen oder sowas. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht die geilste Erkenntnis, aber meines Erachtens eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass du musst regelmäßig ins Fitnessstudio. Also du musst nicht, aber dann passiert halt nichts. Ne? Also du darfst, wie man so schön sagt,
regelmäßig ins Studio und daheim noch ordentlich essen oder richtig essen. Ja. Sonst gibt es keinen. Und wenn du eins von beiden schleifen lässt, das heißt die innere Arbeit daheim oder die Handlung draußen in der realen Welt, ja, was viele spirituelle Leute auch immer unterschätzen, die Handlung draußen in der realen Welt halt, ja, dann gibt es keinen. Ne? Dann muss schon alles irgendwie in einem gewissen Gleichgewicht irgendwie geschehen. Ja, weil sonst, ich sehe das halt auf Facebook immer bei den spirituellen Seiten und so, da wird viel geglaubt und sich viel gewünscht und sowas und das ist auch gut und nett und schön, ne? Aber wenn dann die Handlung ausbleibt, dann verändert sich nichts. Ne? Ja, da haben wir ja schon, muss ich sagen, so einiges jetzt nochmal so zusammengefasst und ja, das Wichtigste ist, wir können das verändern und ja. Es ist wichtig, sich so eine gewisse Basis irgendwie durchs Lesen durchschauen, okay, wie und was gibt es denn überhaupt, was kann ich denn anders machen, was gibt es denn überhaupt für eine Richtung für mich, ja. Und dass ich mehr bin, als ich bisher dachte und dann, dass ja. Ich in das Handeln komme. Das ist dieser den Arsch hoch, den faulen Arsch hoch. Ja. Genau. Okay. Ja, also gibt natürlich noch mehr, ne? Aber so würde ich es zusammenfassen, halt diese Erkenntnis, okay, da geht noch was, ne? Du bist jetzt nicht, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ja, was nicht heißt, dass die alte Version immer schlecht sein muss oder so. Aber ich persönlich habe mich früher einfach beschissen gefühlt halt. Ne? Ich wollte da raus. Und ja, man muss halt bereit sein zu sagen, fuck it, scheiß drauf, ich investiere täglich was halt. Ne? Ich gehe raus und handle, also Fitnesstraining sozusagen. Und arbeite daheim an mir und reflektiere und bin bereit, ein bisschen Zeit zu investieren, weil sonst wird's schwierig einfach. Ne? Ja. Wie gesagt, ist nicht die allerschönste Erkenntnis, ist jetzt nicht die Friede, Freude, Eierkuchen, Coaching-Erkenntnis, aber so ist es halt, behaupte ich. Ne? Genau. Okay, Peter, dann bedanke ich mich für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke gleichfalls. Wie gesagt, für alle, die zugeschaut haben, ich gebe dir noch in die Videobeschreibung nochmal den Link zur Homepage und den Link zum YouTube-Channel. Mach lieber zum Forum, die Homepage ist fürchterlich. Dann machen wir es zum Forum, alles klar. Und es wird sich sicherlich auch für euch lohnen. Ehrlich, was für euch mit dabei. Alles klar, danke. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, so viel zum Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht und ich bin auch mal auf die anderen Interviews gespannt. Mich würde auch mal interessieren, wie ist denn eure Meinung zum Thema, beziehungsweise was habt ihr denn für Erkenntnisse, was für euch wichtig ist oder wichtig war für Veränderung? Ja, gerne mal rein kommentieren und wie gesagt, lasst dem Thomas gerne auf seiner Seite mal ein Like da, der freut sich garantiert. Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one without a